Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute dreht sich alles um das Thema Haare und wir geben euch ein paar Inspirationen in Sachen Flechten. Also das sind eigentlich ein paar so Grundtechniken, sage ich jetzt mal, die man, wenn man sie beherrscht, ganz gut in viele andere Frisuren oder Haarstyles mit einbauen kann. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man ein paar so Sachen drauf hat, weil man die eben total gut variieren kann. Man kann sie halb offen tragen zu einem Pferdeschwanz. Also da gibt es unendlich Möglichkeiten, wie man das kombinieren kann. Wenn ihr interessiert dran seid, einfach ein paar Alternativen zum normalen Flechten zu sehen oder beziehungsweise zu lernen, dann bleibt ihr einfach dran und dann würde ich sagen, los geht's zum Video. Für den doppelten Fischgrätenzopf beginne ich natürlich zuerst mit zwei Strähnen und fange dann auch gleich mal an, einen ganz normalen Fischgrätenzopf zu machen. Also ich nehme mir die zwei Strähnen und gebe jeweils von links und rechts von den beiden etwas Haare zu der gegenüberliegenden hinzu. Im nächsten Durchgang bleiben wir jedoch nicht bei der Standardtechnik, sondern geben die Strähnen nach unten. Also wir flechten einmal ganz normal nach oben hin und danach legen wir die Strähnen unten rum. Das ist dann eigentlich schon alles. Im Grunde müsst ihr das immer wiederholen bis zum Ende des Zopfes. Also einmal nach oben geflochten, einmal nach unten, einmal nach oben, einmal nach unten. Und so bildet sich dann das Muster des doppelten Fischgrätenzopfes. Am Ende lockere ich das Ganze natürlich noch ein bisschen auf, damit es einfach mehr Volumen bekommt und auch etwas schöner aussieht. Von vorne sieht es eigentlich normal aus, wie ein normaler Fischgrätenzopf, aber wenn ihr den Zopf dreht, dann könnt ihr erkennen, dass dieses Muster, dieses nach innen geflochtene, auf allen vier Seiten vorhanden ist. Als nächstes kommt der Wave Braid, wie ich ihn nenne. Und dazu nehmt ihr euch erst einmal eine Partie der Haare und teilt sie in drei Teile auf, wobei jeweils zwei viel kleiner sind als die dritte. Die dritte muss etwas breiter sein, da könnt ihr mehr Haare nehmen. Und dann flechtet ihr einmal komplett einen ganz normalen Zopf und am Ende müsst ihr dann darauf achten, dass die beiden dünneren Strähnen auf einer Seite liegen und ihr die praktisch zusammennehmen könnt zu einem Zopf. Haltet das Ganze fest und schiebt die Haare einfach einmal komplett zusammen. Dann könnt ihr das Ganze wieder ein bisschen auseinandernehmen und wie ihr seht, entsteht so einmal dieses total coole, ja, Wellenmuster. Ich habe das jetzt hier nochmal mit einer dünneren Strähne gemacht, die viel, viel länger ist, denn wie ihr gleich merken werdet, braucht man für diesen Zopf eine sehr lange Strähne, wenn das Muster auch lang sein soll. Es wird ungefähr auf das Drittel eurer Ausgangssträhne zusammenschrumpfen. Als nächstes werden wir mit vier Strähnen flechten und zwar so, dass es ein rundes Muster ergibt,
Das heißt, ihr nehmt euch wieder eine Partie Haare, teilt sie einmal in der Mitte und dann die beiden Strähnen jeweils noch einmal, sodass ihr 4 gleich große Strähnen erhaltet. Hier könnt ihr nochmal kurz sehen, wie ich das ungefähr halte mit meinen Fingern, weil mit 4 wird es ja dann schon wieder komplizierter. Aber es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht am Ende. Ihr legt einfach die äußerste Strähne einmal nach unten unter die andere, die daneben liegende, haltet das Ganze fest und geht dann über die nächste. Also ihr geht einmal drunter und dann drüber. Die einzige kleine Schwierigkeit besteht dann noch darin, dass die beiden mittleren Strähnen, also die äußere, die ihr gerade einmal drunter und drüber gelegt habt, und die zweite, wo ihr sie eben drüber gelegt habt, den Platz tauschen müssen. Also ihr dreht das Ganze einmal um. Da entsteht dann also ein komisches, ja, ineinander gehaktes Ding, sag ich jetzt mal. Und dann verfahrt ihr einfach genauso weiter auf der anderen Seite. Ihr nehmt die äußerste Strähne, legt sie unter die nächste und dann über die nächste. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich kann euch das einigermaßen gut erklären. Und dann tauschen die beiden einfach wieder den Platz. Das müsst ihr dann wieder festhalten und natürlich wieder auf der anderen Seite wiederholen. Einfach nach unten, dann nach oben über die nächste Strähne und Platz tauschen. So verfahrt ihr dann eigentlich die ganze Zeit weiter bis zum Ende eurer Strähnen und ihr werdet schon bald merken, dass da ein sehr, sehr cooles und ja rundes Flechtmuster entsteht. Mit 5 Strähnen geht es dann schon etwas in die komplizierte Richtung, obwohl es vom Prinzip her eigentlich gar nicht so schwer ist. Die Schwierigkeit dabei ist es, die ganzen Strähnen festzuhalten. Ich nehme mir wieder eine Partie Haare und ja, teile das Ganze auf. Ihr könnt jetzt mal sehen, wie ich mir das aufteile. Ich benutze wirklich meine ganze Hand, also gebe zwischen jedem Finger eine Strähne. Also wie ihr seht, halte ich jetzt in meiner rechten Hand 3 Strähnen und in der linken 2 und ich beginne dann auf der linken Seite zu flechten. Dafür nehme ich wieder die äußerste Strähne, gehe einmal unter die daneben liegende nach innen und dann über die daneben liegende. Also wie bei den 4 Strähnen einmal drunter und einmal drüber. Das ist jedoch im Grunde schon alles. Also ihr müsst das nicht irgendwie nochmal zurück oder wechseln oder sonst was. Gehe ich wieder auf die andere Seite und lege wieder die Strähne nach innen, einmal drunter und einmal dann über die nächste. Wie gesagt, die Schwierigkeit bei den 5 Strähnen liegt eigentlich nicht in der Technik, sondern eher ja, im Festhalten der ganzen Strähnen. Aber das ist einfach Übungssache. Auch bei mir hat es am Anfang gar nicht gut geklappt. Ihr müsst es einfach ein paar Mal wiederholen, dann bekommt ihr ganz einfach raus, wie ihr es am besten festhaltet. Wie gesagt, ihr geht immer mit der äußersten Strähne einmal unter die daneben liegende und dann über die daneben liegende und beendet es einfach, bis ihr keine Haare mehr übrig habt. Dann lockere ich das Ganze wieder ein bisschen auf, damit es mehr Volumen bekommt. Und ich finde diese Technik einfach total cool, weil sie so ein total breites Flechtmuster ergibt
und man diese wirklich echt schön in Frisuren mit einbauen kann. Zuletzt haben wir dann noch den Stacked Braid für euch und dabei geht er auch wieder vor wie bei einem ganz normalen Zopf. Ihr teilt euch drei Strähnen ab und beginnt ganz normal zu flechten. Jedoch müsst ihr dann kurz oben beim zweiten Durchgang ungefähr eine kleine Partie Haare von eurer Strähne abteilen, die ihr gerade einflechtet sozusagen. Und beim nächsten Mal, wenn ihr dann die nächste nehmt, auch wieder eine kleine Partie Haare abteilen. Die legt ihr einfach an die Seite oder gebt sie, wenn ihr es bei jemand anderem macht, demjenigen zu halten, wie ich das mache. Und dann flechtet ihr einfach ganz normal weiter bis ungefähr zur Mitte eurer Haare und wiederholt das Ganze. Hier lege ich es jetzt zur Seite, damit ihr sehen könnt, dass es so genauso funktioniert, also wenn man es jetzt an sich selber macht. Ihr trennt einfach ein kleines bisschen der Haare ab, also es muss wirklich nicht viel sein, denn sonst werden eure Strähnen für das normale Flechten sehr dünn, wirklich nur ein bisschen. Und legt sie zur Seite. Dann geht es wieder ganz normal weiter bis zum Ende eurer Strähnen und kurz bevor ihr einen Haargummi und die Haare macht, wiederholt ihr das Ganze nochmal. Also ich habe das jetzt an drei Stellen, einmal ganz oben, einmal etwa in der Mitte und dann nochmal weiter unten, knapp vor dem Haargummi. Dann geht ihr einfach zurück, nehmt die obersten beiden Strähnen und legt sie zu einer zusammen und teilt diese dann auch wieder in drei Strähnen auf für einen ganz normalen Zopf. Die flechtet ihr dann einfach auch wieder ganz normal, bis ihr eben an die Stelle kommt, wo ihr das nächste Mal ein paar Haare draußen gelassen habt. Und diese beiden Strähnen nehmt ihr dann einfach mit zu eurem Zopf dazu. Das ist einfach für die Befestigung des zweiten Zopfes, dass der praktisch an den anderen dran gemacht wird. Dann flechtet ihr wieder weiter, bis ihr an die nächste Stelle kommt, wo ihr Haare draußen gelassen habt und nehmt diese auch wieder ganz einfach mit dazu. Also flechtet es einfach so mit ein. Und wenn ihr dann unten angekommen seid, gebt ihr diesen zweiten Zopf einfach mit in den Haargummi vom ersten, also ihr befestigt das miteinander. So sieht es dann ungefähr aus, also es sind zwei übereinander liegende Zöpfe, wobei der obere an den unteren festgemacht ist. Dann kommt wieder der lustige Part, ihr lockert den unteren Zopf wirklich total auf, also ihr könnt da richtig Volumen reinmachen und die Strähnen auseinanderziehen, denn so entsteht dann dieser coole Zopf. Ich finde den wirklich total schön und man kann auch wirklich sehr viel damit machen. Und er sieht kompliziert aus, ist es aber nicht und das gefällt mir ja immer ganz gut. Das war's jetzt mit unseren 5 Blechtechniken, die wir euch gerne zeigen wollten. Ich hoffe, ich konnte es so erklären, dass ihr es gut verstanden habt, weil es ist nicht immer ganz leicht. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet mit dem Winkel, also wie wir das gefilmt haben, ob ihr da gut alles sehen könnt, weil, ja, wie gesagt, es ist echt nicht leicht, da die passende Film. Ja, für uns ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, das selber zu bewerten, ob das jetzt für euch so passt. Weil wir wissen ja im Endeffekt, wie man es macht oder wie es gemacht wird. Ja. Und es ist halt dann immer ein bisschen schwierig, wie gesagt, das selber zu bewerten, ob es jetzt verständlich für andere Personen ist, die das eben nicht beherrschen oder nicht können. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr es einfach mal in den Kommentaren schreiben würdet, ob es zu kompliziert ist, ob es irgendwie ein blöder Filmwinkel ist oder ob wir es einfacher machen sollen. Schreibt bitte in die Kommentare, das würde uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen. An dieser Stelle haben wir noch eine längst überfällige Grüßungsaktion und zwar an die liebe Sophie. Tut uns leid, dass wir dich jetzt grüßen, aber wir haben es irgendwie immer verpeilt. Uns ist immer am Ende von den Videos, wie die Videos schon abgedreht waren, auch eingefallen,
dass wir dich eigentlich hätten grüßen sollen. Ja. Deswegen machen wir es einfach jetzt. Ich hoffe, du verzeihst uns. Genau. Also einfach ganz liebe Grüße an dich. Genau, und auch von mir. Genau. Ansonsten gibt's eigentlich... Ja, genau. Wir verlinken euch wie immer noch unsere letzten Videos und unseren Kanal, wo ihr uns gerne abonnieren dürft. Wir würden uns wie immer freuen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.